So, zurück nach der Pinkelpause. Schauen wir erstmal, was wir in unseren Fähigkeiten, wir sind in Level 5 mittlerweile, was wir hier wieder upgraden können. Schauen wir mal. Hier hatten wir ja höhere Munitionskapazität oder konzentriert längere Kombos. Kombo-Anzeige bleibt 50% länger aktiv. Besseres Verbinden, längere Kombos, mehr Erfahrung. Alles klar, nehmen wir mit. So, jetzt ist die Frage, was haben wir hier noch? Aus allen Rohren, schnelles Nachladen. Und was haben wir hier? Wahrheitssucher-Tipps? Ne, das wollte man nicht. Tiefe Taschen, Ranger. Höhere Munitionskapazität, vielleicht ganz cool. Upgrade, verzierter Sechsschüsser. Hier kann ich tatsächlich mir Ranger mit Gravur. Jetzt triffst du auch leichter, worauf du gerade zielst. 25% Reichweite. Das darf ich aber noch nicht nehmen. Was hat hier drüben noch zu bieten? Üppig belohnt, höhere Kombos während Konzentration. Sei noch effizienter. Trapper, höhere Schrot- und Dynamitkapazität. Nee, das wollen wir nicht. Kombo-Multiplikator. Nehmen wir das. Können wir gar nicht nehmen. Null. Verfügbare Punkte. Scheiße. Scheißegal. Dann eben nicht. Dann geht's hier weiter mit der Story. Die Schießerei bei der Sägemühle. Der wahre Grund, warum Silas die Cowboys verfolgte, war nicht das Geld, sondern die Rache an einem seiner Erzfeinde. So, was gibt's hier an der Sägemühle? Oh, es regnet. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. By Iron Springs. I tracked him and the Cowboys to their hideout at a sawmill. And they were loaded for bear. Alles klar. Schauen wir mal, was hier gibt. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. The Bill Brocious, that's auch ein bekannter Name in den Western, glaube ich. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Shit. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Ja, wer Tom Stone zum Beispiel gesehen hat, oder ich glaube Kevin Costner hat auch einen Film von Wyatt Earp gemacht. Au! Au! Wer, wo, warum? Da, der kennt ja die Geschichte. Wyatt so. Und Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Ja, die dachten jetzt, ich bin hier als Wyatt Earp. Und ich bin hier Wyatt Earp und greife die Farm hier an. Und mit Doc war natürlich Doc Holliday gemeint. Bam! Is that one of Wyatt's boys? Boah. Jetzt geht mir schon wieder die Munition aus. Dann schießen wir hier ein bisschen mit unseren Knarren weiter. Mist, den da unten eigentlich gesehen. Jetzt habe ich ihn. So. Weiter geht's.
weiter hier im Regen durch die Pampa. Schleichen wir uns immer weiter hier zu dem Versteck oder was die hier haben. Da ist eine Knarre runtergefallen. Gewehrmunition. So, gibt's hier oben noch irgendwas? Wir wollen hier doch auch die Verstecke mitnehmen. Kann ich hier das Seil durchschießen? Ich glaub's ja nicht. Oder vielleicht doch. Weil es hier so komisch leuchtet. Ich glaub's nicht. Oder es kommt hier in einem extra Event oder so. Ah, ein anderer hat das durchgeschossen. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Das wäre natürlich klug gewesen, wenn wir hier an der Kamera marschiert wären. Aber so schlau waren wir offensichtlich nicht. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Schnell! Au, 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 au. Aua, aua, aua. Ist wie auf die Entfernung doch mit dem Gewehr. Say that Ringo was extremely fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Ja, Doc Holly, der war ja echt der gute Schütze. So. Wir haben eine Munitionskiste gefunden. Eine Schrotflinte will ich nicht. Earth wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might. Das habe ich doch gerade gesagt. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. So. Boah, ist das hier eine große Mühle. Beziehungsweise eine große Sägerei hier. Sägewerk. Bad Sägewerk. Da wo der Winnetou mittlerweile wohnt. Und mit Winnetou hat das hier nicht viel am Hut. Denn wir sind hier am... Wir machen hier keine Gefangenen. Oh! Excuse me, sir. I have a question. What's that? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Wieso hängt denn der da noch? So, haben wir nachgeladen? Nee. Wow. Ich hab hier Angst. So, weiter geht's. Wo wartet ihr auf mich? Curly Bill, ich komme. Now, where was I?
taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Single-handed? Das war wieder mal unklug eingesetzt. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Wohl war nicht einfach. Wir könnten hier mal langsam wieder upgraden. Wir haben wieder einen Punkt verfügbar. Jetzt nehmen wir uns das hier üppig belohnt. Ja, her damit. Zurück. So. Ich schieß dich hier auch durch die Latten durch. Ich erschieß dich auch, so muss ich sagen. So, kommt mal her. Oh, cool. Einen Schuss habe ich noch. Komm raus, komm raus. Scheiße, es kommt ein zweiter. Gösser. So, mehr Schüsse bräuchte ich. Ich kann hier hoch. Sehr schön. Boom. So, mir fliegen hier immer noch die Kugeln um die Ohren. Kommen die Vögel wieder hier. Ja, komm doch her. Ah, da ist er weg. So. Jetzt brauchen wir den da hinten noch. Na, mit unseren Knaben fertig. So. Kugeln rein. There were carts everywhere, piles of lumber and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Geil, da steht ein Zug. Schöne alte Dampflok. So, meine Konzentration ist auch wieder aufgeladen, sehe ich gerade. Vielleicht können wir sie doch einmal sinnvoll einsetzen. Wow. Alter. So, schauen wir mal, ob wir den Herrn Billy finden. Where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Oh, wie geil das hier aussieht. Guckt euch mal die Aussicht an. Boah, da wäre ich auch gerne unterwegs jetzt. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream. Cool, was haben wir denn hier alles? Abgesägte Schrotflinte. Consider your picture painted. Sollen wir die mal mitnehmen? Einfach nur, dass wir sie mal genommen haben. The bastards that were still alive made a last stand. Ach so, die kann ich stattdessen mitnehmen. Ja, das ist aber blöd.
Wie machen wir das denn? Dafür müsste ich meine Knarren hergeben. Nee, das tue ich nicht. Das macht ein Cowboy nicht, die abgesägte Schrotflinte. Hier fallen noch nicht schon wieder irgendwelche Sachen runter auf mich. Nee. Boah. Sehr, sehr schön gemacht. Echt. So, aber jetzt kommt erstmal Bill dran. Kann ich die eigentlich auch als hier so im Schnellfeuer-Dings benutzen? Man weiß es nicht. Bullshit, wo muss ich hin? Nee, so schon mal nicht. Gedacht, vielleicht kann ich das hier bedienen und mir hier irgendwie eine Brücke bauen. Curly Bill, Johnny Ringo and his compadres took off into the lumber yard and I followed after. Da ist er. Nimmt einen, bevor er sich eine einfängt. Und das wird er gleich. Yo, Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Ach du Kacke. Ich dachte, hier gibt es jetzt ein schönes Duell. Au, 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 au. So, mein Freund, wo bist du? Komm raus, ich kann mindestens genauso schnell schießen wie du. Just gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Hammer. Scheiße, Origin hat gerade mein Spiel minimiert. Der nächste, der Boss wird und stirbt. Johnny Ringo. Da haben wir ihn schlussendlich doch noch erwischt. So. Pass auf, mein Freund. Ja, von wegen. Drei Schüsse habe ich gebraucht. Sorry, I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Was? Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Sondern wir waren das. Das haben wir gerade gesehen, wir haben es gerade gespielt, also von wegen. Doc Holliday hätte Ringo getötet. Wir waren das. So, wie immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Mission wieder, wenn wir, wen auch immer, Buffalo Bill den Hut klauen, keine Ahnung, was wir noch alles vollbracht haben hier. Schauen wir mal, was uns noch für so Geschichten erzählt, die wir nachspielen dürfen.